Ja, mein Name ist Fabian Schäfers. Ich bin Geschäftsführer der Porzellingriss GmbH in Vetschau. Wir gehören zu dem italienischen Iris Ceramica Group Konzern. Und ja, wir sitzen hier in Vetschau und produzieren keramische Oberflächen. Wir sind ca. 200 Mitarbeiter, ca. 170 in dem Bereich der Produktion und 30 in Verwaltung, Marketing, Vertrieb. Ja, wir sagen wirklich, dass wir grün denken und nicht nur irgendwie grüne Kataloge drucken, sondern wir haben einen sehr großen Maßnahmenkatalog, den wir verfolgen und wo wir uns immer wieder neue Ziele setzen und dies auch durch sämtliche oder sehr viele Zertifizierungen immer wieder unter Beweis stellen, die hier im Hause stattfinden. Einige Beispiele: Wir recyceln allen Bruch, der bei uns im Werk entsteht, und führen den wieder der Produktion zu. Wir haben eigene Teiche angelegt, sodass wir das komplette Regenwasser, was auf diesem Grundstück fällt, zurück in den Produktionsprozess leiten. Und wir haben vor 3-4 Jahren in eine Wärmerückgewinnungsanlage investiert, sodass wir die Abwärme der Öfen nutzen und diese dann in anderen Bereichen der Produktion, also diese Wärme dort dann erneut nutzen können. Zusätzlich noch jetzt unser neuestes, wahrscheinlich größtes Projekt. Also wir arbeiten an einer eigenen Windkraftanlage, die wir auf unserem Grundstück installieren werden. Und diese Windkraftanlage soll quasi circa die Hälfte bis zu 2/3 des Stroms, den wir benötigen, soll aus dieser Windkraftanlage kommen. Und wie gesagt, diese Investition ist gestartet, sie ist auch schon genehmigt und jetzt laufen die einzelnen Genehmigungsverfahren. Für Vetschau haben wir uns entschieden, weil es gibt eigentlich zwei Gründe. Also es gab damals europäische Fördermittel hier auch am Standort, um halt das alte, hier stand früher ein altes Kraftwerk, welches rückgebaut wurde, um eine neue Industrie anzusiedeln. Und da gab es gewisse Bedingungen, was so die Anzahl der Arbeitsplätze und so angeht. Die haben wir im Laufe der Jahre permanent eingehalten, bei weitem übertroffen auch, und sind mittlerweile hier zum größten Arbeitgeber gereift. Also das war einer der großen Gründe, warum wir uns hier niedergelassen haben. Der zweite Grund war auch ein Nachhaltigkeitsgrund, dass wir die Fliesen nicht mehr aus Italien über die Alpen schippern, bringen wollten via LKWs, sondern dass wir gesagt haben, hier ist ein zentraler Markt für uns. Wir können von hier quasi die Mitte Europas sehr, sehr gut versorgen, auch nach Osteuropa hin, nach Skandinavien hin. Und deswegen hat man sich hier für diesen neuen Standort in Kombination mit den europäischen Fördermitteln entschieden. Ja, die Unterstützung aus Brüssel oder was wir uns wünschen, gerade jetzt die neueste Investition mit dem Windrad ist Geschwindigkeit. Also wir brauchen mehr Geschwindigkeit, wir brauchen weniger Bürokratie, wir müssen einfach schneller werden, sodass wir uns hier gerade in der Produktion von Fliesen, von keramischen Oberflächen auch absetzen können vom nicht-europäischen Wettbewerb. Und ja, da kann ich einfach nur hoffen, dass wir noch schneller werden, um einfach da diese Investitionen, also wir sind bereit auch zu investieren, um da einfach schneller vorwärts zu kommen und natürlich, dass diese auch wieder gefördert werden.